Daniela Katzenberger wurde mit der Vox-Sendung Auf und Davon, mein Auslandstagebuch bekannt. Auch, als sie 2010 nach Mallorca reiste, um ihr eigenes Café dort zu eröffnen, wurde sie von Kameras begleitet. Kaffee und Kosmetik. Café Katzenberger. Im Café Katzenberger konnten Fans nicht nur Latte Macchiato schlürfen und Streuselkuchen naschen, sondern auch Merchandise kaufen und mit ein wenig Glück sogar die Gulsblondine höchstpersönlich treffen. Santa Ponsa. Mit der Eröffnung des Café Katzenberger ist Daniela Katzenberger auch auf Mallorca zur Kultblondine geworden und ihr Café ein beliebter Treffpunkt für deutsche Touristen auf der Baleareninsel. Das Ganze ist mittlerweile 8 Jahre her und so wenig heute von Daniela Katzenberger als Gastronomin übrig ist, so wenig ist auf Mallorca noch von dem pinken Katzencafé zu sehen. Die Bild-Zeitung zeigt, das Café Katzenberger ist heute ein Supermarkt. War der Latschenstadt-Café schon vor längerer Zeit, hatte sich Daniela Katzenberger aus den Geschäften ihres Cafés zurückgezogen, im vergangenen Jahr war dann der Vertrag für das Café ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Seitdem gibt es in den Räumlichkeiten Lebensmittel und Bar der Artikel statt Katzenberger für den Artikel Kaffee und Kuchen. Eine Wiedereröffnung des Cafés soll es in Zukunft auch nicht geben, das ist vorerst ausgeschlossen, heißt es von Katzenbergers Management. Daniela hat heute andere Prioritäten, das Management des TV-Stars erklärt gegenüber Bild. Daniela hat heute andere Prioritäten. Als Unternehmerin macht sie in Mode und Kosmetika. Und als Mutter einer kleinen Tochter hätte sie auch gar nicht die Zeit, sich zusätzlich jeden Tag ausreichend um ein Café zu kümmern. Daniela Katzenberger ist seit 2016 mit Lukas Cordalis verheiratet. Die beiden haben eine gemeinsame, knapp 3-jährige Tochter. Die kleine Familie lebt bis heute selbst noch auf Mallorca.